Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 18. Oktober 2021. Mein Name ist Norbert Gieso. Auch von dieser Seite willkommen zu einer neuen Woche, in der es auch astrologisch wieder einige interessante Dinge zu berichten gilt. Und ich fange mal damit an, dass ich gestern Abend auf dem anderen Kanal 1961 Bumm ein Video aufgenommen habe über Metta, also liebende Güte als Weg zum Erwachen. Wer sich auch für diese Geschichten interessiert, schaut doch da mal bitte rein. Ja, interessant ist, fangen wir an mit der Rückläufigkeit der Planeten, dass diese Woche auch Jupiter und Merkur direktläufig werden nach ihrer Phase der Rückläufigkeit. Saturn und Pluto sind schon vorgelaufen. Wir sehen hier an dieser Übersicht, die hier vom Mitte September bis Anfang November reicht, sehen wir hier beispielsweise in der schwarzen Linie des Saturn, dass diese Direktläufigkeit sich noch kaum sichtbar ist inzwischen. Wir sind ja hier ist der 19., also wir sind ungefähr hier auf dieser Linie. Dass es erst allmählich dazu kommt, dass hier Saturn und auch Pluto laufen fast noch senkrecht, sich kaum bewegen. Und wir sehen hier in lila die Linie des Jupiter, hier noch rückläufig, hier steht er quasi. Und das dauert dann noch im Grunde bis Ende dieser Woche, bis Jupiter sich dann aus der Rückwärts- in die Vorwärtsbewegung, dort steht dann der Planet quasi. Eine Zeit lang nicht wirklich, aber so sieht es aus, sich wieder nach vorne bewegt. Merkur ist da schneller und wir sehen hier quasi seine Rückläufigkeitsbewegung, die hier im 27., glaube ich, 27., 28. September begonnen hat und die jetzt hier am 18. ihren Umkehrpunkt hat. Na, und wir sehen, Merkur, da geht es schon schneller. So, 8, 19., 20., also Dienstag, Mittwoch, ist er dann wieder in Bewegung und dann geht es auch bei ihm relativ schnell. Das bedeutet, hier allerdings beides noch nicht angezeigt im Programm, aber Jupiter heute Morgen um 7:30 Uhr, Merkur wird heute Nachmittag 17:17 Uhr direktläufig, also seine dreiwöchige und in diesem Jahr letzte Rückläufigkeitsphase endet nun. Und allmählich können wir wieder daran denken, unbesorgter Entscheidungen zu treffen und wieder mehr nach vorne zu denken. Aber wie gesagt, es dauert noch so 1, 2 Tage, werde ich aber hier berichten. Und wir sehen auch, dass Merkur hier also während seiner stehenden Phase in der Opposition zu Chiron steht. Also es gilt auch heute und morgen, vielleicht bis Mittwoch, noch sehr vorsichtig zu sein. Was Entscheidungen anbelangt, auch was die Kommunikation und das Denken anbelangt, in Verbindung mit Chiron ist zwar die Möglichkeit gegeben, auch über das Wort, auch über die Gedanken Heilung und Integration zu bewirken. Chiron oder Chiron wird ja oft hier als Schlüsselsymbol dargestellt. Also hier können auch Gedanken und Kommunikation so eine Art Schlüssel für uns bieten. Aber genauso ist eben das Gegenteil möglich, dass wir auch verletzen können, andere vom Kopf stoßen können und dass wir eben auch uns selber mit unseren Gedanken, wenn diese in eine falsche Richtung gehen oder eine negative, in eine sich uns selbst sabotierende Richtung gehen, dass wir uns dann auch damit verletzen können. Ja, das ist die Vorläufigkeit der beiden Planeten. Kommen wir zum Mond als Tagesanzeiger der Energien, der ja, und darauf werden wir gleich nochmal schauen. Ja, diese Woche, Mittwoch ist ja der Vollmond. Ich hatte ihn letzte Woche ja bei den Tageshoroskopen schon an- und besprochen. Und da läuft jetzt der Mond drauf zu. Und heute am Montag zum Beginn der Woche startet er noch im Zeichen Fische, also der Vormittag hier noch. Von der Mondstimmung her vielleicht diffus, sehr emotional, vielleicht voller Sehnsüchte, vielleicht auch so eine gewisse Bocklosigkeit, so den Alltag, die Woche so aufzunehmen. Aber wenn ich in Kiel gucke, ist es jetzt hier morgens auch noch recht dunkel und kühler, feucht. Da ist natürlich die Motivation nicht so stark, das Tagwerk zu beginnen.
Das wird sich aber im Laufe des Tages wandeln können, denn der Mond wird heute Mittag um 12.04 Uhr wird er in den Widder wechseln. Das heißt, wir haben so zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr haben wir Mondwechselenergie, so eine etwas unklare energetische Situation. Dann aber der Mond im Widder bis zum späten Mittwochabend. Mittwochabend um 10 geht es dann, abends um 10, 22 Uhr geht es dann in den Stier weiter. Haben wir mit Mond im Widder also zum einen eine jetzt feurige Note, also der Mond unterstützt dann die Venus, die ja bisher im Schützen alleine die Feuerqualität der persönlichen Planeten aufrecht erhält. Venus ja hier auch weiterhin Opposition zu Lilith, also Themen Gleichberechtigung, weibliche Energien sind weiter, ist weiterhin ein großes Thema auch. Ja, und mit dem Mond im Widder dann ab heute Mittag dann auch die Durchsetzungskräfte stärker. Wir wissen, oder grundlegend ist das Bedürfnis stärker vorhanden, zu wissen, was man will und wie man es auch umsetzen und bekommen kann. Es geht mehr in so eine klarere Richtung. Und aus dem Widder heraus kommt es dann eben am Mittwochnachmittag. Also morgen haben wir dann auch den ganzen Tag Mond im Widder. Der Mond läuft dann hier eben auf die Opposition zur Sonne zu. Haben wir dann am Mittwochnachmittag dann den Vollmond, auf den wir gleich schauen werden. Der Mars. Sonne und Mars, die ja zusammenstanden und hier immer noch dicht beieinander standen in der Waage, trennen sich ja jetzt immer mehr. Die Sonne jetzt im 26. Grad der Waage. Sie wird am frühen Sonnabendmorgen wird sie in den Skorpion wechseln. Und Mars zieht dann irgendwann nach, dauert aber noch. Mars erst Ende des Monats den Wechsel in den Skorpion machen wird. Und Mars läuft ins Trigon zu Jupiter. Dieser Aspekt ist am frühen Dienstag exakt. Durchaus ein Wachstumsaspekt, durchaus die Möglichkeit, wenn wir dann die Motivation und Energie aufbringen können, hier Dinge auch zum Positiven zu bewegen, heute und morgen. Und die Venus macht einen Quinkungsaspekt zum Uranus, nicht eingezeichnet hier, weil der erst in der Nacht zum Mittwoch exakt wird. Also hier auch durchaus Möglichkeiten zur Veränderung bei Werten. Und in Beziehung. Aber jetzt zum Vollmond. Den habe ich hier, glaube ich, auf 1, genau. Hier der Vollmond auf Berlin gerechnet für Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr, 16:57 Uhr. Sonne und Mond in Opposition. Keine Angst, ich werde auch morgen und Mittwoch noch auf den Vollmond eingehen. Der Vollmond hier in Quadrat zu Pluto, was ja dann auch bei vielen Astrologen oder Leuten, die auf den Vollmond schauen, Befürchtung ausgelöst hat. Man muss aber ganz klar sagen, dass die Sonne dann schon 3 Grad über das Quadrat hinüber ist. Das Quadrat der Sonne zum Pluto war exakt am Sonntag, gestern. Das ist schon 3 Grad weg. Allerdings der Mars wird ins Quadrat zu Pluto laufen am kommenden Freitag. Da ist also eine Pluto-Energie da drin in diesem Vollmond. Dieser Vollmond hat ja viel zu tun mit dem Gegensatz zwischen Waage und Widder. Also zwischen dem, Dinge auch durchzusetzen, auch mal gegen Widerstände. So, vielleicht auch gegen die Meinung anderer, andererseits in der Waage, aber auch andere Menschen, andere Meinungen mit ins Board, an Bord zu holen, mit ins Schiff zu holen, diplomatisch zu sein, ausgleichend. Zwischen diesen Polen gibt es diese Vollmondspannung, und die sich dann eben über den Pluto quasi entlädt. Also da steckt eben eine Menge auch an Schattenthematik mit drin, mit die, wo viel gebundene Energie ist, entweder in Kindheitsthemen beispielsweise oder eben aber auch in Projektionsthemen, auch Ängste. Ne? Es ist nicht so, dass ich mich nicht durchsetzen will oder meine Rechte nicht annehmen will, weil sie mir nicht zustehen, sondern weil ich vielleicht Angst da vor den Konsequenzen habe. Ne? Das Gleiche gilt irgendwie auch vielleicht anderen Leuten, mal klar zu machen, wo man steht und wo die Abgrenzung ist. Auch da können Ängste bestehen. Da stecken also Themen drin, aber dieser Vollmond, dieser Pluto-Aspekt ist ja nicht etwas Böses oder Negatives, sondern zeigt ja nur eine Energie an und dass wir durch ein stärkeres Bewusstsein dieser Energie auch die Chance haben,
die dort gebundenen Energien zu befreien, was dann zu einer Wandlung, zu einer Bewegung, zu einer Transformation führen kann. Das wäre dann die positive Nachricht dieser ganzen Geschichte. Soweit erstmal heute zum Tageshoroskop am Montag. Morgen am Dienstag auch nochmal der Blick auf den Vollmond und andere Aspekte. Für heute sage ich erstmal Tschüss, wünsche uns allen einen guten Wochenstart, einen schönen Montag und bis morgen.